Ja, hallo, liebe Rave DJ Fans. Heute berichte ich über, was wollte ich sagen? Dongi und Alice Weidel. Dongi, Alice Weidel und Rave DJ und kurz was über Pididi. Tut mir leid, ich habe einen durchgezogen. Ohne Nikotin, Kräutertabak, also nur einen. Und da ist ja egal, so ein bisschen Hasch. Und normal mache ich das auch nicht, so will ich auch nicht. Aber ich habe mir einfach durchgezogen, kriegt mal gute Laune und gut drauf und dann was trinken. Also ich mache mich, also ich verbringe jetzt mit euch, jetzt schon eine Minute verbracht. 15 Minuten. Machen wir 15 Minuten Party. Trinken wir einer. Ja, trinken wir einer. Und essen wir noch ein bisschen Lachs. Ja, ich sollte das bisschen zur Seite legen, weil ich habe mal gelesen, die soll man 10 Minuten. Oh, es riecht gut, ey. Obwohl ich habe so viel Lachs schon gegessen, dass ich schon genug habe. Scheiße. Ah, Scheiße. Ja, jetzt habe ich noch mit dem Zahnproblem hier. Ja, bei uns am Krankenhaus ist so ein Zahnarzt. Wartet, ich mach das wieder ein bisschen zu. Ja, bei uns am Krankenhaus sein Zahnarzt und ich hab auch schlechte Berichte gehört. Und das ist also durchgestrichen am Fahrstuhl. Aber ich bin trotzdem hingegangen. Der zieht mir diese zwei weißen Zähne, ob rechts oder links. Und hier oben hat er den. Der hat auch mich nicht belehrt, ganz schnell gemacht. Alter, ich hab dann schon meine Gedanken gehabt, obwohl ich so locker bin, immer. Also keine Angst vor dem Zahnarzt, aber er hat mir schon so ein bisschen Herzpumpen gemacht. Aber pff, ich war irgendwie doch so locker, aber. Ja. Und dann jetzt hat er den nebendran Zahn auch so leicht beschädigt. Hat die Wurzelbehandlung, jetzt wird's gemacht, aber wegen Kosten, die 460 Euro, was Versicherung zahlt, ist egal. Aber es geht um Zahn und ums Prinzip. Ich habe noch unten einen Zahn, aber ich glaube nicht, dass ich zu ihm wieder gehen werde. Und ja, und noch die 10 Minuten, wartet, ich mache mir einen Drink, wir trinken es mal einer. Dann erzähle ich euch über Didi, weil ich ja was über Leichen mitbekommen. Aber wenn er jeden mit Drogen vollgepumpt hat, wo sie nicht bewegen konnte, vergewaltigt hat, so Massenvergewaltigungen von ein paar Leuten wahrscheinlich, und noch so
Er ist ja erwachsener Mann und so noch Minderjährige. Ich sag ja nicht, wenn man so wie ich, wo 15 war oder 17 war, 16 war, halt so 13, 15 oder wo ich 15 war, sie war auch 15 oder 13. Das ist dasselbe. Da denkt man nicht daran, wenn man noch ein Kind ist oder Jugendlicher. Und deshalb habe ich sein Video gelöscht, das ist ein Musikvideo, egal. Und gab zu viele Fragen. Und ja, und das ist halt so. Und wegen dem Zahn hier. Ja, jetzt habe ich ja Wurzelbehandlung gemacht und jetzt habe ich ja Probleme, weil er halt das nicht, noch nicht so fest ist. Und irgendwie sind die Backen auch dicker geworden und die zwei Zähne, das, ja, das komplette alles und so und das ist halt noch nicht verheilt und so weiter. Also ist schon verheilt, aber es fühlt sich noch komisch an. Auch diese eine Zahn hier, doch der untere muss gemacht werden. Und deshalb kann ich ja das. Ich habe aber zum Glück aufgehört zu rauchen. Rauche ich schon seit 5 Wochen nicht mehr, aber wenn ich so was esse, Lachs, muss ich halt aufpassen. Oder auf Fisch. Nicht zu schnell essen. Da war meine Lippe noch ein bisschen halt so kaputt, weil der kommt da nicht ran. Ich konnte ihn ja verstehen. Er weiß aber nicht, dass ich üble Schmerzen habe, aber nichts sagen möchte. Ja. Aber ist eigentlich gut, der Arzt. Ja, kann man sagen. Ja, hat bisher gut gemacht. Sehr gut. Also gut, gut. So 1, 1,8, ja. 1,8 kann man ihm geben, 1,9. Ja, damit kann er gut leben. Ich meine, gibt noch viel schlimmere Ärzte, also Zahnärzte. Ja, jetzt sage ich gleich was über Alice Weidel, AfD. Sehe ich keine Rechts. Sie hatte in Mannheim studiert, Doktor. Ihr Vater war ja Arzt, die Mutter war Professorin. Deshalb kann sie, das unterstütze ich, kann sie keine Nazi sein. So wie ich als Pole, wo mein Opa bis nach Berlin 5 Jahre war, kann ich auch kein Nazi sein, auch wenn ich das wähle. Aber wenn ich mein Geld verdiene und haben möchte, möchte ich das vielleicht irgendwann meiner Freundin geben und nicht irgendwelche fremden anderen. Ist ja ganz klar. Weil das geht halt nicht. Und man wird halt nicht mehr Geld haben wie, keine Ahnung, ja. Man wird vielleicht keine Billionen haben, der reichste Mensch der Welt. Vielleicht in ein paar hundert Jahren. Keine Ahnung. Und ja, ich glaube, das war's schon. Dann brauche ich jetzt, dann kann ich in Ruhe selber einer trinken. Und ach so, Dongi kommt, Dongi. Das ist halt schon top. Das hat Google nicht. Die versuchen es können nicht. Die haben nur Fakes. Ich mache jährliche Gebühr. Unlimited Besucher. Kombi. Versucht auf 28 Suchmaschinen auf Google. Und dongi.de ist die Suche automatisch oben wie Google integriert. Mit speziellen zusammen kombinierten Suchvarianten, Geheimsache, klar, wie jedes Rezept.
Vielleicht bringt es im ersten Jahr, 2 Jahre 500 Millionen Euro. Aber ja, egal, egal. Ich baue mir irgendwann mal ein Halb-Trump-Gebäude, das sind erstmal die Ideen, aber auch wirklich was Gutes entwickeln kann, Scheiß. Und das wird so richtig faszinierend geil sein. Ja, so, ja, schwer zu sagen, aber es wird was sehr Geiles. Wow. Sieht geil aus, geil aus. Die beste Suchmaschine, wenn man sich das so anschaut. Okay, liebe Leute. Dann wünsche ich euch alles Gute. Peace, Reva DJ, Dongi.de, Dongi.world und www.professor.today war früher der Beste wie Tesla, Microsoft und Google zusammen. Bundesregierung war ein Witz. Bis sie herausgefunden haben durch Dongi.world. Ich will das jetzt nicht sagen, woran es gelegen ist. Ich will ja keine Konkurrenz nachmachen. Aber Dongi.de wird, da wird sogar Google sagen, oh fuck you fuck. Okay, peace. Reva DJ Dongi. Und ich heiße Michael. Und vergiss das nicht. Ja. Eigentlich müsste ich heißen Mars. Oder Jupiter. Ja. Okay, gut. Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren. Weiß ich ja noch nicht. Obwohl die Jahre vergehen. Ich habe viel Zeit verloren. Viele Fehler gemacht. Okay, ciao. Reva DJ Dongi. Und jetzt trinke ich einer. Kauf die Songs, die sind ganz billig, 1 Cent. Unter 1 Cent, das könnt ihr verkraften, die sind ganz geil. Ja, ciao, ciao. Und dieses Video mache ich als, dass ihr das bearbeiten könnt und ein paar Stellen rausschneiden könnt. Für zum Beispiel, wenn ich sage jetzt Party, das Kino zusammen sozusagen rausschneiden. Okay, ciao.